Genaueres zu den verschiedenen Sicherheitsaspekten steht, wie vieles andere auch, in den Reisedokumenten beschrieben. Dort gehen wir auf die Sicherheit auf dem Bauplatz und die Sicherheit auf dem Fluss ein. Eine Sache, die ich schon hier besprechen möchte, ist, wie ihr euch bei Gewitter verhalten sollt. Wenn ihr auf dem Floß seid und sich nähernden Donner grummeln hört, solltet ihr ans Ufer steuern und anlegen, sodass ihr nicht in der Flussmitte treibt, wenn das Gewitter euch erreicht. Wie weit das Gewitter entfernt ist, könnt ihr selbst ausrechnen, indem ihr die Zeit zwischen Blitz und Donner messt. Zählt 21, 22, 23 und so weiter, sobald ihr den Blitz seht und bis ihr den Donner hört. Für jede dritte Zahl, also Sekunde, ist das Gewitter einen Kilometer weit weg. Stellt euch nicht unter hohe Bäume oder mitten auf offene Flächen. Blitze suchen immer den kürzesten Weg zum Boden und schlagen daher in das höchste Objekt in der Nähe ein. Auf dem Floß seid ihr sicher. Es ist eine gute Idee, das Gepäck regensicher zu verstauen und sich Regenzeug anzuziehen, denn meist folgt dem Gewitter ein kräftiger Regenschauer. Sollte während eurer Holzfloßfahrt etwas eintreffen, bei dem ihr unsere Unterstützung braucht, könnt ihr uns anrufen. Vielleicht habt ihr einfach eine Frage, die wir euch am Telefon beantworten können. Oder aber ihr braucht praktische Hilfe, um von einem Hindernis loszukommen. Bei Bedarf kommen wir auch raus und helfen euch vor Ort, wenn ihr dann schon alles ausprobiert habt, sodass ihr eure Fahrt zum Schluss fortsetzen könnt. Solltet ihr eure Holzfloßfahrt hingegen aus irgendeinem Grund abbrechen wollen, müsst ihr für die dadurch entstehenden Kosten bezahlen. Mehr dazu steht auch in euren Reisedokumenten.